Berlin-Potsdamer Platz. Während das olympische Feuer in Sotschi entfacht wurde, haben Menschenrechtsaktivisten zeitgleich in Berlin ein eigenes Feuer zum Leuchten gebracht. Das Feuer soll Tag und Nacht brennen. Die Mahnwache ist ein Ort der Begegnung und Aufklärung. Was möchten Sie mit Ihrer Aktion zum Ausdruck bringen? Wir sind total erschrocken, verärgert und traurig über die Situation, die gerade unter anderem in Russland passiert, nämlich, dass halt eben Homosexuelle verprügelt, vertrieben, gejagt, gepeinigt werden und gefoltert werden von der eigenen Regierung, weil Homosexualität angeblich als Propaganda gesehen wird, mit denen man Jugendliche angeblich davon überzeugen kann, selbst homosexuell zu werden. Und diese Situation können wir nicht hinnehmen. Und mit dieser Aktion wollen wir einfach die Aufmerksamkeit auf dieses Thema und vor allen Dingen auf diese Gewalt psychischer und physischer Natur hinweisen und diese Aufmerksamkeit erhöhen hier bei der Gesellschaft in Berlin. Also ich habe mich stündlich eingetaktet und heute stehe ich 2 Stunden hier. Habe zum Beispiel geguckt in meinen Kalender, in meinen privaten, habe gesehen, Samstag und kommenden Sonntag habe ich auch noch Zeit. Es werden auch noch Leute benötigt. Wir sind also immer auch mehrere hier. Und dann habe ich ganz kurz entschlossen, mich auch nochmal jeweils für die Tage 2 Stunden eingetragen. Also es ist nicht Putin allein, das hat alle diese gemacht, oder? Zurzeit ist aber auch in Frankreich eine Bewegung gegen Homosexualität. Wie denken Sie darüber? Also, das ist eine gute Frage. Also, ich verstehe nicht, warum in Frankreich es gibt alle diese. Also, es gibt viele Städte, wo die Homosexuellen kann einraten. Und es gibt nur in Frankreich das, weil es gibt alle diese. Ich glaube, dass die Franzosen sind sehr traditionell. Und ich glaube auch, es ist nur ein Part von den Leuten. Und es ist diese Leute, das sind in die Straße. Aber ich glaube, dass die, also fast alle die Franzosen sind für. Es gibt nur eine kleine Part, das sind auch mit die Kirche. Aber ich glaube, dass viele Franzosen sind dafür, aber sie sagen nichts. Where do you come from? London. London. Yeah. What do you think about the action here? Well, I think it's terrific. It's very good indeed. I was considering that it's quite appalling that in the UK we didn't do so much. And I noticed that even the German ski team were wearing actually the color of the rainbow flag. I think it's just amazing. You did very well. Yeah. It's great. Yeah. Should be happening on every corner of every city around the world. Where do you come from? Canada. Canada. Yeah. And the same in your country? I'm not sure, actually. I know that on Facebook I've seen a lot of flags flying. So, yeah, definitely. We should be boycotting these Olympics. Schade. Was tun Sie persönlich dagegen? Meine schwule Freunde. Nichts. Sie leiden. Sie leiden und sie nehmen teil in solchen Aktionen, aber in Russland, lokal. Und ja, sie schreiben auf Forums oder sowas. Ja, habe ich gehört. Aber ich habe nicht so viel. Ich habe nur 2 davon. Und ja. Und Sie unterstützen Ihre Freunde. You support your friends. Ja, ich versuche zu unterstützen, aber ich mache nichts, weil, ja, natürlich stehe ich daneben. Aber wenn wir darüber sprechen, ich unterstütze sie ja auch ganz gern. Und ich würde auch in irgendwelche Aktionen teilnehmen, aber ich mache das nicht. In Russland ist es ziemlich gefährlich. Also haben Sie Angst zurzeit? Ich habe Angst, in solche Aktionen teilzunehmen in Russland. Hier ist es ziemlich normal, aber in Russland, es endet sich immer schlecht. Immer mit Polizei und so. Ist nämlich nicht immer gut. Die Rainbow Flame Aktion geht noch bis zum 23.02. Die offizielle Hymne Love is not for propaganda ist ab sofort zum Download erhältlich.